Ja, moins meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 18 auf meinem Kanal Matze und wir machen weiter im Karrieremodus mit dem FC Bayern München und wir sind hier immer noch fleißig am Trainieren hier. Süle geht jetzt schon fast auf die 91 zu und auch unsere anderen Spieler werden weiter fleißig trainiert. Dembele, Keita, Bolisso und natürlich auch Leroy Sané. Wobei, bei Leroy Sané kann es sein, dass da die ganze Zeit gar nichts mehr passiert, weil er schon bei voll ist, bei 99. Dann vielleicht muss ich mal was anderes trainieren wieder bei ihm. Mal schauen. Auf jeden Fall sieht das sonst soweit sehr, sehr gut aus. Die Transfers müssten jetzt bald über die Bühne gehen, sodass wir bald unsere Einnahmen haben, um neue Spieler zu kaufen. Denn wir werden in der Winterpause auf jeden Fall zuschlagen. Auf jeden Fall. Warum? Ganz einfach. Hey Trainer, danke, dass Sie mich am Spielen lassen. Ich habe mich ganz gut geschlagen, denke ich. Ja, so sehe ich auch so. Wir brauchen auf jeden Fall neue Stürmer oder einen neuen Stürmer, denn wir haben ja aktuell zwei verletzte Stürmer. Und um das auszugleichen, müssen wir auf jeden Fall nochmal einen holen. Ich denke da an Dybala oder Harry Kane. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wen ihr lieber haben würdet. Ich denke, Dybala ist besser und passt auch besser zu meinem Spiel. Harry Kane ist ja für mich eher so ein Strafraumstürmer. Jetzt nicht unbedingt der dribbelstarke Stürmer oder mega wendige Stürmer. Und genau sowas suche ich ja eigentlich. Und da passt ja Dybala eigentlich sehr, sehr gut rein. Und auch vom Alter her ist Dybala, glaube ich, noch ein bisschen jünger. So, auf jeden Fall, wir werden in der nächsten Partie gegen Ingolstadt jetzt nochmal versuchen, die letzten Punkte aus dieser Hinrunde mitzunehmen. Wir sind jetzt auf 5 Punkte wieder rangerückt an die Tabellenspitze. Natürlich auch dank dem Sieg, den wir in der letzten Folge gegen Köln geholt haben, hier an der Tabellenspitze sind. Und das war ganz wichtig. So, Gnabry und Coman bilden wieder mein Sturmzentrum. Ich glaube, diesmal ändere ich sonst an der Aufstellung nichts und werde nur einwechseln, wenn ich was brauche. So, also gehen wir erstmal mit Pogba und Keita im Mittelfeld ran. Elfmeter. Ich hasse Elfmeter in dem Spiel so. Wirklich wahr. Warte mal, ich versuche mal einen richtig in den Winkel zu knallen. Hä, warum geht er gegen den Pfosten? Ich dachte, das wäre noch voll die Stärke, die noch okay gewesen wäre. Ich dachte 2,5. Und er haut den voll gegen den Pfosten, okay? Okay. Das ist mir neu. Dass man nicht mal 2,5 haben darf. So, ich weiß, wir spielen gegen Ingolstadt. Ingolstadt dürfte in der Tabelle relativ weit unten sein. Also ist jetzt kein Konkurrent von uns in der Tabelle. Und dementsprechend sollten wir hier jetzt natürlich jetzt auch einen Sieg holen. Ich würde gerne mal wieder ein paar Tore erzielen. Also ein deutliches Ergebnis wäre schön, wäre wünschenswert. Denn wir sind von der Tordifferenz her, glaube ich, nicht so gut aufgestellt bisher. So, stark verteidigt. So, Gnabry ist auf und davon. Schade. Weil der Schuss war auch irgendwie sah sehr, sehr schwach aus. Aber da ist schon die nächste gute Gelegenheit, die aber wieder nicht drin ist. Also wir wollen es wissen. Wir wollen es hier wissen. So, stark von Bellerin verteidigt. Der jetzt hier mit nach vorne. Oh nein! Und der nächste Schussversuch von Leroy Sané. Bin auf außen raus.
Und auch der geht wieder nicht rein. Also was der hier jetzt schon alles wieder gehalten hat, der gegnerische Torhüter, ist unglaublich. Na, da ist der Ball einmal weg. Aber den haben wir dann auch direkt wieder. Schade. Schade, ich dachte, ich komme da noch irgendwie zum Schuss. Oh, weiter geht's. Und wieder hält er. Unglaublich. Das ist unglaublich, was der hier hält. Und wieder. Okay. So, Bellerin kommt mit. Ey, du kannst doch aus der Distanz die Dinger noch nicht mal halten. Das geht doch eigentlich gar nicht. Und er hält die einfach. Alter, okay. Das ist der Schuss eines Verteidigers. Krasses Ding von Süle. So, wieder Paul Pogba. Na, schade. Kann nicht alles gelingen. Jetzt auf einmal verteidigen sie ein bisschen besser. Oder ich werde schlampiger, weil ich langsam einfach mein Tor haben will. Was so hoch verdient wäre. Guckt euch das an. 8 Schüsse, 6 Schüsse davon aufs Tor. Deutlicher geht es eigentlich gar nicht. So, nehme ich nochmal Wechsel vor. Ich glaube, für Pogba bringe ich nochmal Tolisso. Der ist oft vom Tor ganz gut. Und für ändere ich da vorne noch was? Nö, ich bring Kimmich mal für Bellerin. So. Zack. Mal das, auf das wir die zweite Halbzeit ein bisschen besser machen. Also, eigentlich war ich ja soweit zufrieden. Nur die Tore fehlen halt schon wieder. Es ist die ganze Zeit dasselbe Problem. Und ich finde es auch ein bisschen nervig, dass der gegnerische Torhüter echt alles hält, ne? Nein. So ätzend gerade. Stark gespielt. Da ist er drin. Ich habe jetzt bewusst einen Flachschuss gemacht. Ich dachte, wenn nichts funktioniert, es hat ja nichts funktioniert, dann machst du jetzt einfach mal einen Flachschuss. Und der hat jetzt gesessen. Endlich. Endlich. Leroy Sané, der hat auch in letzter Zeit zu wenig getroffen. Hier, einfach Flachschuss. Zack. Leroy Sané ist einer von denjenigen, die am meisten Chancen vergeben haben bisher. Oder in den letzten Spielen. So, Kimmich hat ihn nochmal bei der Flanke gestört. Das hat ihn aber nicht gestört, eine vernünftige Flanke rauszuhauen.
Wie er ihn so zweimal den Ball quasi abgenommen hat. Das war echt ein bisschen schlecht von Sané. Der sich ja eigentlich den Ball schon wiedergeholt hatte. Boah, starke Annahme. Er kam wieder zu mittig. Stark von Leroy Sané. Was war das? Waren da Spieler noch dran? Waren da noch Spieler dran? Ich weiß es. Also ich konnte es gar nicht so richtig sehen. Das sah aus wie so ein heftiger Ping-Pong-Ball irgendwie. Das wäre mal cool gewesen, wenn Süle da mal einen Knaller rausgehauen hätte, aber irgendwie können die Verteidiger in dem Game echt nicht schießen. Nein! Obwohl ich so sicher und sogar so, dass wir keine Ecke haben. Und bei denen hat sich einer verletzt. David Alaba. Und wieder geblockt und zur Ecke. Komm, es kommt einfach keiner, obwohl ich eigentlich jemanden hierher haben will. Genau. Endlich. Und auch der geht vorbei. Und Dembélé. Also wir müssten natürlich ohne Frage, ohne Zweifel, wir müssten viel, viel höher führen. Ein 2-3-0 wäre mehr als verdient. Selbst ein 4-0 wäre noch verdient. Allerdings, wenn man so wenig Tore aus den ganzen Chancen macht, dann kann man nicht von einem 4-0 sprechen. Okay. Oh nein. Zum Glück war Naby Keita direkt da. Ich hätte nicht gedacht, dass der ankommt, der Ball. Deswegen habe ich auch erst war ich erst ein bisschen überrascht gerade, dass der Ball auf außen ankommt. Ja, okay, Ball ist wieder weg. Ball ist wieder weg, aber egal. Fakt ist, wir haben 1-0 gewonnen. Fakt ist, wir bleiben weiter oben dran. Und Fakt ist auch, dass der Torhüter ein verdammter Übermensch war. 14 Schüsse, 8 Schüsse aufs Tor. Die haben nur einen einzigen Schuss gehabt. Und das Ergebnis ist trotzdem nur 1-0. Das war natürlich ein bisschen mager. Da hätten wir mehr rausholen müssen. Das ist ganz klar. Aber das weiß ich selbst auch. So, Leute. Das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr FIFA 18 sehen wollt, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein. Ciao.